Die Elbe. Zweitlängster Fluss Deutschlands. Natur. Geschichte. Und faszinierende Luftaufnahmen. Von Schnackenburg bis Cuxhaven. 250 Kilometer Elbe von oben. Der zweite Teil unserer Reise führt vom Hamburger Hafen entlang der Obstplantagen im Alten Land bis zur Hansestadt Stade. Von dort bahnt sich der immer breiter werdende Strom seinen Weg durch die Elbmarsch und mündet schließlich bei Cuxhaven in die Nordsee. Auf der anderen Elbseite, in Niedersachsen, liegt Stade, eine der ältesten Städte in Nordeuropa. Das historische Zentrum wird vom Burggraben umgeben. Am Hansehafen der Nachbau eines Tretkrans. Mit ihm wurde im Mittelalter schwere Fracht aus Schiffen gehievt. Pagensand ist unbewohnt, wie die meisten Elbinseln. Krautsand ist eine Ausnahme. Die Insel, die im 16. Jahrhundert mitten in der Elbe lag, ist heute nur noch durch einen schmalen Flusslauf vom Festland getrennt. Einer ihrer Bewohner ist Jonas Kötz. Der Hamburger Bildhauer und Illustrator lebt hier seit 1994. Sein Markenzeichen sind Holzfiguren, knollennasige Männer. Viele seiner bis zu 6 Meter großen Kunstwerke schnitzt er aus alten Dalben aus dem Hamburger Hafen. Der Hof von Jonas Kötz liegt abgeschieden hinterm Elbdeich. Nachbarn gibt es nicht. Ideale Arbeitsbedingungen. Wenn man schon so am Ende der Welt wohnt wie wir, dann muss man Platz haben und man muss seine Ruhe haben. Oder sprich, man muss so viel Krach machen können, wie man will, damit man auch die Lebensqualität dann voll hat. Ne? Also es muss schon so eine Alleinlage sein. Die ehemalige Scheune dient als Atelier. Jonas Kötz ist ein gefragter Künstler. Seine Figuren verkaufen sich gut. Galerien in Hamburg und Berlin stellen seine Werke aus. Angefangen hat er als Zeichner von Kinderbüchern. Meine Lieblingsfigur waren immer kleine, dickere, alleinstehende Herren mit Hund. Und aus dieser Lieblingsfigur, es gibt ein paar Bilderbücher über diese Figur, sind diese Männer geworden. Und ich brauchte, irgendwann mussten auch Frauen dazukommen, auf jeden Fall. Und die musste ich lange entwickeln, bevor sie raus durften sozusagen aus der Scheune. Aber Frauen gehören irgendwie eben auch dazu. Wie Jonas Kötz stammt auch seine Frau Ami aus Hamburg-Blankenese. Die beiden haben 3 Kinder. Der eine liegt da hinten in der Eigentlich wollte die Familie nur 10 Jahre auf Krautsand bleiben. Nun sind es fast 20 geworden. Und noch immer will keiner fort. Auch wenn die Kinder für den Schulweg bis nach Stade 1 Stunde brauchen. Da gibt es ganz andere Lehrer. Wenn sie Zeit finden, reitet Jonas Kötz mit Tochter Leonie am kilometerlangen Strand. Immer der Elbe entlang. Ich kann nicht mehr von diesem Fluss weg, glaube ich. Das schaffe ich nicht mehr.
wenn man so einen Bezug wie wir zur Elbe haben, lebt man eben auch mit der Tide und mit dem Sturm und mit dem Hoch- und Niedrigwasser. Und das ist nicht nur der Moment, wenn wir irgendwie 3 Tage Sturm hatten und es halb am Deich steht, sondern es ist einfach, man geht an den Strand und weiß, es ist Niedrigwasser, Hochwasser. Es läuft gerade auf, läuft ab. Das gehörte irgendwie schon immer zu meinem Leben dazu. Etwa alle 6 Stunden wechseln sich Ebbe und Flut ab. Die Gezeiten sind für den Verkehr auf der Elbe von zentraler Bedeutung. Viele Containerschiffe haben so viel Tiefgang, dass sie nur bei Flut den Fluss befahren können. Von Krautsand geht es weiter über Brunsbüttel bis zur Elbmündung bei Cuxhaven. 728 Kilometer hat die Elbe bis Cuxhaven Deutschland durchquert. Als Außenelbe fließt sie noch ein Stück weiter. Bis zur Insel Neuwerk.